Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei der September-Sendung von Freising im Bild, hier im ersten lokalen Stadt- und Kabelfernsehprogramm in und um Freising. Zunächst mal der Programmüberblick. In unserem Porträt stellen wir Ihnen Horst Feiler, einen Freisinger Schriftsteller, vor. Wir waren bei den deutschen Bahngolfmeisterschaften im Minigolf dabei. Weiter geht's mit Musik, mit Ramses III., einem bayerischen Liedermacher. In unserer Serie Freisinger Straßennamen stellt Ihnen Hans Gruber diesmal die Lindner Straße vor. Achtung, ABC-Schützen. In unserem Bericht möchten wir auf die Situation der Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam machen. In unserem Sportbeitrag stellen wir die Frage, Stockcarrennen ein Sport für Mutige? Tja, soweit unser Programmüberblick. Zunächst machen wir weiter mit unseren FIB-Nachrichten und dazu geben wir weiter an Hannelore Beck. Grüß Gott, liebe Zuschauer, hier unsere FIB-Nachrichten. Besserer Service für Autofahrer. Ab Mitte September können mehr Autofahrer auf dem Park- und Reitparkplatz am Bahnhof parken. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV hatte sich zu dieser Maßnahme entschlossen, weil die 450 bisherigen Stellplätze der 1977 erbauten Anlage für den großen Ansturm nicht mehr ausreichen. Auf insgesamt 707 Stellplätzen werden die Autofahrer ab etwa Mitte September parken können. Rosigere Zeiten erwarten auch Fahrrad- und Mopedfahrer. Um zusätzliche 72 auf 240 wächst die Zahl der Fahrradständer von 20 auf 50 die der Mopedabstellplätze. Soldaten zeigten Geschick und Ausdauer. Bei der 6. Militärpatrouille des Flugabwehr-Raketenbataillons 32 wurden im letzten Monat hohe Anforderungen an die Soldaten gestellt. 6 Mannschaften mussten jeweils aus allen Dienstgradgruppen besetzt sein. Die verschiedensten Aufgaben im Raum Freising-Erding mussten erfüllt werden. Zum Beispiel Schwimmen, Schießen, Hindernislauf und vieles mehr. Unter anderem auf unserem Bild zu sehen, eine 6 Kilometer lange Schlauchbootfahrt auf dem mittleren Isar-Kanal. Alle Mannschaften erreichten das Ziel. Gewinner der Militärpatrouille wurde erneut die Mannschaft des 1. Flugwehr-Raketenbataillons 32 unter der Führung von Oberleutnant Bernhard Becking. Das neue Studentenwohnheim an der Langen Point ist bis Oktober bezugsfertig. Der auf ca. 1800 Quadratmetern stehende Gebäudekomplex vermittelt mit seinen eingebauten Erkern und Winkeln eine angenehme Wohnatmosphäre. Die gesamte Anlage mit 270 Wohnplätzen sowie 180 geplanten Parkplätzen sorgt sicherlich für eine Entlastung der alljährlichen Wohnungsnot der Studienanfänger. Hopfenkönigin 1986 lieferte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf unserem Bild in der Mitte zeigt sich die neue Hopfenkönigin 1986. Sie heißt Gerlinde Schichtel, 19 Jahre alt, Steuergehilfin und kommt aus dem Wollenzacher Gemeindeteil. Zum 34. Mal ging im vergangenen Monat im Bierzelt des Wollenzacher Volksfestes die Wahl der Repräsentantin des größten Hopfenanbaugebietes der Welt über die Bühne. Mit 1164 von 3012 abgegebenen Stimmen siegte Gerlinde Schichtel. Doris Thurmeier wurde Hopfenprinzessin mit 1024 Stimmen. Neuer Glanz für das Denkmal des Turnvater Jahn. Mehr als 20 Jahre lag die steinerne Büste des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn auf dem Freisinger Bauhof. Das Denkmal, welches der Turnverein Freising im Jahre 1904 der königlich-bayerischen Stadt Freising aus Dankbarkeit gewidmet hatte, war in den 60er Jahren vom ehemaligen Tennisplatz in der Leupoldanlage entfernt worden. Nach einer durch Steinmetz Grabner vorgenommenen Schönheitsoperation konnte Bürgermeister Josef Leintaler pünktlich zum Geburtstag des TSV Jahn die Büste in den Grünanlagen der Savoyer Au enthüllen. Tonstudio zur Fortbildung junger Talente. Seit 12. Juli gibt es eine der technisch neuesten Tonstudioanlage in Kranzberg. Hier werden erfahrene Künstler in Zukunft jungen Nachwuchsbands Hilfestellung geben. Den Traum, ein Tonstudio zu bauen, hat die Terry Trivas, der als Musikmeister unter anderem bei der Nahala Freising frischen Wind mitbringen wird. Bei der Eröffnungsfeier waren mit dabei auf unserem Bild von links Manfred Bockelmann, der die Gestaltung der Räume mit seinen Bildern verschönerte, neben ihm die Schauspielerin Ilona Grübel, Galerist Sten Kunatsch, vorne Willi Biedermeier und ganz links Terry Trivas. Frau Dr. Christa Schäfer, die Frau des Freisinger Oberbürgermeisters, ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben.
Christa Schäfer wurde am 29. Dezember 1937 in München geboren. 1956 bis 1960 studierte sie Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und promovierte 1963. Nach einer Zeit als Staatsanwältin und Richterin managte sie 1970 ihren Mann, bisher Regierungsrat im Landratsamt, auf den Oberbürgermeistersessel in Freising. Mit zunehmender Krankheit galt ihr Engagement in immer stärkerem Maße sozialen Aufgaben. Für die letzten Wochen der Badesaison wurde das neue Planschbecken im Freibad Freising gerade noch fertig. Es handelt sich hierbei um zwei durch eine Wasserrutsche miteinander verbundene knietiefe Becken, die einen Meter höhenversetzt liegen. Also ein Zuckerl für die kleinen noch nicht Schwimmer. Wie jedes Jahr wird das Freibad Mitte September die Tore schließen und dafür der Badebetrieb im Hallenbad wieder aufgenommen. Das waren unsere FIB-Nachrichten. Ich möchte mich verabschieden, wünsche Ihnen noch weiterhin recht gute Unterhaltung. Renault 25. Das Kontrollsystem meldet zurzeit keine Fehler. Schon heute mit der Elektronik von morgen. R25 Auto Steger Freising an der BL. Die Behindertenwerkstätten in Erding-Freising verdienen auch ihre Aufmerksamkeit. Hier Tipp 1, Druckerei. Sämtliche Buch- und Offsetdruckarbeiten, sämtliche Körperdruckarbeiten und natürlich Buchbinderarbeiten. Fragen Sie uns unter Telefon 08161 1400. Skandinavien, das ist unermesslicher Reichtum an Holz. Skandinavien, das sind Möbel und Einrichtungen im unnachahmlichen skandinavischen Stil. Skandinavien Trend, das Fachgeschäft für skandinavische Möbel und Einrichtungen, präsentiert skandinavische Wohnlichkeit in Freising, Ziegelgasse 7. Bilder sind der Schmuck eines wohnlichen Heimes, aber erst das passende Passepartout und das große Rahmenangebot, abgestimmt auf den Bildinhalt und die Maltechnik, lassen Ihr Bild richtig zur Wirkung kommen. Passepartouts, Rahmen und die Bilderrahmung vom Fachmann Hans Hiedel, neben dem Kreiskrankenhaus in Freising. Unsere Sanitärtechnik, die wird Sie begeistern. Und wenn Sie frischen Wind in Ihr Bad bringen wollen, dann kommen Sie doch einmal zu uns. Richter und Frenzel, auch in Freising, Lerchenfeld. Auf Ihrem Weg zu den eigenen vier Wänden kommen Sie nicht an uns vorbei. Ob Neubau, der Fassadenschutz, ob Dachausbau oder der Kanalanschluss. Die Experten der Landesbausparkasse in Freising beraten Sie optimal. Und hier unser Tipp. Starten Sie jetzt zur LBS. Bis zum 30. September haben Sie noch Zeit, um zu den eigenen vier Wänden zu kommen. Wir erwarten Sie. Bis gleich. Immobilien Brunner, alles gut? Genau, denn ein Spezialist kennt sich aus, zum Beispiel bei der Vermittlung von Grundstücken. Wir nehmen jedes Objekt für Sie unter die Lupe. Ob Käufer oder Verkäufer, überzeugen Sie sich von unseren Leistungen und dem besonderen Service. Und bezahlt wird erst dann, wenn wir für Sie erfolgreich waren. Immobilien Brumbauer im Ring Deutscher Makler, Freising, Kammergasse 5. Schorsch, ein Mensch wie du und ich. Schorschi sucht nach einem Zimmer, teilmöbliert und nicht zu klein. Aber wo er nachfragt immer, heißt die Antwort leider nein. Treppen rauf und Treppen runter bringt nur Ärger und Verdruss. Nirgends kommt der Ärmste unter, mit der Suche macht er Schluss. Nachtquartier in leeren Fässern? Schorschi nimmt schon viel in Kauf, doch des Wachmanns Rat ist besser, gib eine Kleinanzeige auf. Endlich eigene vier Wände, preiswert, sauber, angenehm, aller Kummer hat sein Ende, rasch gelöst das Wohnproblem. Der beliebte und erfolgreiche Werbeträger seit über 50 Jahren, Freisinger Anzeiger. Wir kommen zu unserem Porträt, liebe Zuschauer. Horst Feiler, ein Name, der in der Literaturszene längst bekannt ist. Ein Autor, ein Schriftsteller mit bayerischem Humor.
Ja, und so sind auch seine Werke bayerisch, witzig und humorvoll. Gisela Schwepfinger unterhielt sich mit Horst Feiler im Bücherladen. Wir sind im Abraxas Bücherladen, passend zum Thema. Mein Gast heute, Horst Feiler. Grüß Gott, Horst. Horst, ich duze dich, weil wir uns schon lange kennen. Du hast übrigens mal gesagt, ich muss mir alles von der Seele schreiben, was mich beschäftigt. Was ist das, was dir durch den Kopf geht, was du schreiben musst? Heute beschäftigen uns sehr viel. Die Probleme sind so vielfältig und die Gedichte und die Geschichten liegen auf der Straße. Man muss ihnen eigentlich nur die Form verleihen. Und speziell ist es, glaube ich, die Zerstörung der Welt, also dass wir sehr viel kaputt machen, althergebrachtes. Es ist nicht speziell die Zerstörung, es gehört auch dazu. Es gehören sehr viele kleine Dinge auch dazu, die weniger apokalyptisch sich anhören und wahrscheinlich genauso wichtig sind. Kleine Dinge. Ich glaube, die erste Geschichte, die du geschrieben hast, war ein altes Haus in München. Worum ging es da speziell? Ja, es ist eigentlich die Geschichte eines Hauses im Lechel, als es noch nicht zum Lehl verkommen war. Und es war eigentlich das Haus meines Urgroßvaters, das er erbaut hat. Und ich habe eben nichts anderes getan, als diese Geschichte nachzuzeichnen. Und ich habe Glück gehabt, sie hat der Jury gefallen. Ich habe damit einen zweiten Preis gewonnen. Zweiten Preis, das war ein Wettbewerb vom Verband Deutscher Schriftsteller in München. Ja, und dieser Erfolg hat dich also beflügelt, weiter zu schreiben. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch Bücher, drei Stück. Und worum geht es in diesen Büchern? Ja, als erstes habe ich vor einigen Jahren veröffentlicht Die Corbinianslinde. Zeig uns mal das Buch. Ja, und dieser Titel hier, Corbinianslinde, sagt eigentlich schon, dass es sich um Freisinger Geschichten handelt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese Geschichten nicht nur im Freising stattfinden, sondern eigentlich überall. Dazu kann eigentlich am besten Auskunft geben die erste Kostprobe, die ich jetzt zum Besten geben möchte. Das passiert also nicht bloß im Freising. Die du Gott sei Dank nicht vergessen hast. Ja, ohne Brille wäre ich blind. Gell? Also, das Gedicht heißt hier Zufallsbegegnung. Ja, grüß dich Gott, bist ein der Staat. Wie lang haben uns wir nicht mehr gesehen? Was? Der Mo ist tot. Sie zieht sich halt in die Länge Zeit, wenn es vergeht. Man glaubt es ja nicht. Aber uns kann ich so, wir sind neu wie noch, wie wir waren. Mach keinen Schmarrn, du bist doch nicht dick. Nein, gerade recht bist, gerade wie man es möchte, das nenne ich ja Glück. Also nachher, für die Gott, ich muss gehen, sonst komme ich noch zu spät. Es ist schön, so ein Ratsch in der Stadt. Wie die nachlassen hat. Ja, viele deiner Geschichten sind in Mundart, in bayerischer Mundart. Und das zeigt an sich auch deine tiefe Verbundenheit mit dem Bayerischen. Demnach müsstest du an sich doch auch hier geboren sein, also in Bayern oder sogar vielleicht in Freising? Oder? Naja, also meine erste Fremdsprache war Deutsch. Ja. Ich habe also ziemlich lang bayerisch gesprochen, bis ich überhaupt Deutsch sprechen konnte. Ich bin in München geboren und meine Kindheit habe ich in der Gegend von München verbracht. Ich bin aber jetzt hier schon seit den frühen 50er Jahren in Freising, sodass ich gut sagen kann, ich bin eigentlich schon mittlerweile Freisinger geworden und fühle mich auch ganz hier zu Hause. Ja, und wie gesagt, Freising, immer wieder Freising, darum ranken sich deine Geschichten, viele in Kurzprosa oder wie sagtest du ja, noch? Nicht nur Freising, nicht nur Freising. Also ich habe hier beispielsweise auch, ja, als mein zweites Buch, meine zweite Buchveröffentlichung, ist die Geschichte Halbzeit. Und wie der Titel schon verdeutlicht, geht es also hier um Fußball. Es ist aber kein gewöhnliches... Das ist irgendwie auch autobiografisch jetzt. Es sind irgendwie auch Erinnerungen aus deiner... autobiografisch ist ja ziemlich alles. Kindheit. Das ist alles Fußball. Kindheit, ja, aber das sind natürlich auch andere. Es sind Skizzen.
Es sind Dinge, die ich seit Ende des Zweiten Weltkrieges in den Stadien beobachtet habe und von daher beziehe ich mich auch auf die Erscheinungen außerhalb der Stadien. Mhm. Also es ist zwar eine Fußballgeschichte, aber Fußball ist nur der Aufhänger. Mhm. Und für sich ist es die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wenn man so will. Halbzeit hat natürlich auch eine andere Bedeutung noch, das heißt 36 Jahre Bundesrepublik Deutschland und das ist statistisch, das ist genau die statistische Hälfte der durchschnittlichen Lebenserwartung. Mhm. Also auch in dieser Richtung. Gibt es da etwas, was du uns da vorlesen möchtest? Ja, das ist also Prosa, das wird länger dauern, aber ich habe hier in meinem, wenn wir schon beim dritten sind, Leben wirst doch jetzt. Mhm. Ein richtig bayerischer Titel. Ja, aber habe ich ein Gedicht geschrieben, das auch einen Bezug zu dieser ganzen Sache hat. Und zwar heißt es Eube hinter drei. Das sieht man dann gleich, dass das zum Fußball gehört. Allein ist man so schwach. Darum rennen wir der Fahne nach. Und dass uns alle Herren, die wohl nicht mit uns blären, machen wir einen Krach. Man kann sie so leicht irren, darum brauchen wir eine Fahne durch, das wird uns sicher führen. Jeder reiht sie ein und rennt im Gleichschritt hinter drei, das wird schon richtig sein. Ja, bevor ich also so frei nach Erhard noch ein Gedicht, denn ich bin also, ich höre es wahnsinnig gerne. Wie, möchte ich ansichtlich noch mal fragen, wie geht's weiter, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Naja, also ich bin im Augenblick, und man ist eigentlich immer an irgendeiner Arbeit, im Augenblick arbeite ich an einem Roman, das wird allerdings eine längere Zeit dauern, denn man macht ja sowas nebenbei und nicht hauptberuflich. Mhm. Ich bin dabei, einen Gedichtband fertigzustellen, der sich mit einem ganz anderen Gegenstand auseinandersetzt, nämlich mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Du warst auch in Amerika gewesen, gell? Ich war drüben einige Zeit und habe da eben aus meiner Erfahrung heraus diese Gedichte geschrieben. Das sind so die näheren Projekte. Mhm. Dann. Und dann schreibe ich noch kleinere Dinge für den Funk. Da hattest du auch was für den Bayerischen Funk gemacht. Ja, gell? Das war, wie, in welchem Rahmen war das gewesen? So? Ach, das ist da die Sendung Bayerisch Herz, die also sich um die Mundartsliteratur etwas bemüht. Mhm. Ja, also ich glaube, jetzt würde ich dich nochmal bitten, dass du uns nochmal etwas vorliest. Zum Beispiel der Mohrenbrunnen oder du hast bestimmt, vielleicht, ich sehe gerade hier, du hast eigentlich handschriftlich noch etwas, das stammt, glaube ich, jetzt ganz frisch aus der Feder, heute entstanden. Das habe ich natürlich in Bezug, weil du ja gesagt hast, du möchtest mich als Heimatschriftsteller ansprechen. Und da wollte ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch das Thema Heimat ein bisschen erläutern. Das Gedicht heißt Der einzige Platz. Wo alle Leute deine Sprach verstänge und dir so oft gescheit auf die Nerven gingen, dass du schimpfen musst, das wird ein Spatz, da bist du daheim. Das ist dein Platz. Da kennst du beinahe an jedem Fleck und Kindheit läuft dir über den Weg, wenn du oft vorbeikommst an die Stellen, die wo so viel von dir erzählen. Wo die dein Gefühl beim Wickel hat, lass die nicht aus, dort taugt's dir grad, da ist die kleine Welt so groß, da bist du daheim, da wohnst nicht bloß. Sehr schön. Ja, Horst, du hast vorhin gesagt, wie wir hier in den Praxis-Bücherladen kamen, mit der Fahrerei ist es sehr schwierig. Du bist begeisterter Radfahrer. Und auf dem Fahrrad da kannst du so deinen Gedanken nachgehen und also ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwie doch nicht so aufpassen muss wie beim Autofahren, dass du da so mal dies und auch vor allen Dingen mehr siehst, auch mehr. Ja, also die beste Rhythmusgymnastik für den Kopf ist das zu Fuß gehen. Das ist genau der Viervierteltakt, der offenbar darum das Hirn ein bisschen zurechtschüttelt, sodass einem dann was einfällt. Ja. Beim Radl ist es nicht so gut, also da bin ich nicht so sehr. Ich glaube, die letzte Radtour war über 100 Kilometer, nicht? Ja, das muss ich zwischendurch machen. Ja. Okay, vielleicht können wir zum Schluss noch das machen mit dem Mohrenbrunnen, wenn wir noch Zeit haben. Haben wir noch Zeit. Ja? Dann mache ich also Folgendes. Die meisten Leute sind der Meinung, dass im Freising der Dom das Wahrzeichen ist. Stimmt überhaupt nicht. Denn wenn man in Freising reinkommt, gleich rechts, rechter Hand, jetzt glaube ich, kommt man nicht mehr rein, jetzt kommt man bloß noch raus. Umleitung nur noch. Dann, da steht also der Mohrenbrunnen.
Und der symbolisiert eigentlich so manches von Freising viel deutlicher als der Dom. Auf dem Fürstendamm steht er und wie der Trompeter bläst er ins Horn. Sieht man von vorn, kann man sagen, der tat jung. Aber mir kommt es gerade so vor, der Freisinger Moor bläst nicht und schnauft nicht, der sauft. Und jeder, der wo zu uns kommt, der merkt gleich, wie er im Freising bestimmt. Er weiß dann, dass da lauter Schwarze leben, die wo das Bier recht gern mögen und einen Ton angeben. Ja, und damit haben wir eine wunderbare Charakterisierung von Freising. Horst, ich danke dir für das Gespräch. Wie sagte Horst Feiler, da steht er wie ein Trompeter. Ja, und das ist er, von dem hier die Rede war, der Moor unter seiner eigenen kalten Dusche. Tja, ebenfalls eine kalte Dusche in Form von Regen bekamen die Minigolfer am ersten Tag ihrer deutschen Bahngolfmeisterschaft, die erstmalig auf dem Minigolfgelände in der Savoyer Au ausgetragen wurde. Am zweiten Tag dann ideales Minigolfwetter für die Kämpfe zur Vorrunde. Herbert Hagel vom Minigolfclub in Freising kommentiert. Die 320 besten der ca. 25.000 aktiven Minigolfer trafen sich Ende Juli, um ihre deutschen Meister zu ermitteln. Gespielt wurde auf 4 Bahnen in Freising und Wolnzach, die Seniorinnen und Senioren ab 45, in Ingolstadt und Kösching, die Damen und Herren. Eine turnierfähige Minigolfanlage besteht aus 18 Bahnen. ...77 Mannschaften aus allen Bundesländern waren bei diesjährigen deutschen Meisterschaft vertreten. Mannschaften aus Bremen, Kielerförde, Hardenberg-Pötter, liegt bei Dortmund, Hohenholz ist Hamburg, Mettmann im Ruhrgebiet, Eintracht Hefen, auch im Ruhrgebiet, Rheinpark-Wesseling bei Köln, Metzingen bei Reutlingen. Circa 15 Millionen Freizeitgolfer gibt es in der Bundesrepublik, die von 6 bis 80 diesen Sport ausüben. Daran erkennt man, dass der Freizeitwert dieser Sportart sehr hoch einzuschätzen ist. Bahn 12 sind die stumpfen Kegeln. Sie sind einmal bespielbar über die Banden und über die Kegeln. Man muss ziemlich genau spielen und vor allen Dingen wichtig ist die Ballwahl. Hier wurde etwas zu schnell gespielt. Das erfordert dann einen ziemlich langen Putt. Ganz wichtig ist es, den richtigen Ball zu wählen. Hier wurde zum Beispiel ein Ball gewählt, der etwas zu schnell war. Schnelle Bälle, Banden. Gehen von der Bande schön weg, haben aber den Nachteil, wenn das Loch nicht trifft, dass er wieder weit zurückläuft. Hier wird ein schneller Ball gespielt, der gut bandet. Man wird es gleich sehen. Er wurde etwas zu langsam gespielt. Er beliebt aber günstig zum Putten. Bahn 13, der Schrägkreis, ist einmal zu bespielen durch die Mitte, durch den Tunnel oder über die Bande. Circa 3000 verschiedene Bälle gibt es. Manche Spieler fahren mit 300, 400 Bällen zu großen Turnieren. Das Netz ist eine S-Bahn, das heißt, man muss immer wieder vom Abschlagpunkt wegspielen. Ein guter Spieler muss natürlich unbedingt ein S machen, um ganz vorne mit dabei zu sein. Die Doppelwelle kann mit 3 verschiedenen Wegen bespielt werden. Einmal von links nach rechts, von rechts nach links oder gerade. Es ist sehr wichtig, hier den richtigen Ball zu wählen, da diese Bahn sehr temperaturempfindlich ist. Ausschlaggebend ist erstens mal die Außentemperatur, die Temperatur des Balles und natürlich die Temperatur der Bahn. Hier haben wir ein wunderschönes Eis gesehen. Wir kommen jetzt zum Rohrhügel, eine der schwierigsten Bahnen auf die Minigolf. Man muss sich vorstellen, aus 5 Meter durch ein Rohr zu spielen, das kaum größer ist wie der Ball. Alle deutschen Spitzenspieler waren hier vertreten. Die
Olga von Bracht, die deutsche Seniorenmeisterin 75, 76 und 79. Andersen aus Hamburg, Europameister 77, 78 und 79, auch mehrmaliger deutscher Meister. Der Freizeitwert in Bayern ist wesentlich größer als wie im Norden Deutschlands. Darum ist aber der Minigolfsport bei uns in Bayern nicht ganz so verbreitet wie im hohen Norden. Da kommen die besten Spieler überwiegend aus den Regionen Hamburg, Dortmund, Köln, Hannover, Braunschweig. Gleichzeitig haben in Freising und Wolnzach die Turniere begonnen. Jeder wollte natürlich wissen, wie er steht, welchen Rang er einnimmt. So wurde mittels Fernkopierer die Daten hin und her übermittelt. 5 Helfer waren allein in Freising nötig, um die Ergebnisse auf den Ergebnistafeln auf dem neuesten Stand zu halten. Das Optimale wäre natürlich bei 18 Bahnen und 18 Schläge. Aber so wie hier werden 20, 23, 25 gespielt, sind auch sehr gute Ergebnisse. Nicht nur deutsche Meister und Europameister können auf dieser Bahn spielen, sondern jeder kann spielen. Wer Lust hat, dem wird gezeigt, wie es funktioniert, wie es geht. Bälle und Schläger sind auf der Anlage zu haben. Wir kommen zur Unterhaltung, zur Musik. Doch zunächst ein Veranstaltungshinweis. Treffpunkt Klassik stellt nun bereits den dritten Konzertzyklus für die Saison 86-87 vor. Die Kenner dieser Musikreihe haben durch ihren Besuch in der vergangenen Saison die Bemühungen des Treffpunkt Freisings indirekt unterstützt, sodass dieser Zyklus zumindest für 86-87 fortgesetzt werden kann. Tja, auch für die neue Konzertreihe ist es nun gelungen, hervorragende und international anerkannte Solisten zu gewinnen. Am Sonntag, den 28. September um 20 Uhr im Diözesanmuseum eröffnet das Hense-Quartett den neuen Zyklus 86-87. Hiermit gastiert erstmals ein Gitarrenquartett auf dem Domberg. Die vier Herren werden Werke von Bach, Telemann, Haydn, Thoroba, Sohr und Bizet interpretieren. Eine ganz andere Art von Musik macht Ramses III. Seit einigen Jahren in Schwabing ein bekannter Name. Von witzigen Texten für Liebeslieder bis hin zu gesellschaftskritischen Songs reicht sein Angebot. Ja, Ramses III. Und unser Mitarbeiter Klaus Sieber waren in der Plantage beim Open Air im Biergarten. Ja, wie schon gesagt, jetzt hier von der Plantage aus ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuschauer. Und ich habe hier ja die große Ehre, Ihnen einen Münchner Berufsmusiker vorzustellen. Er sitzt hier neben mir mit dem Künstlernamen Ramses III. Und das wäre schon meine erste Frage. Ein Münchner Musiker, der selbst bayerische Texte schreibt, wie kommt ein solcher Musiker zu seinem ausgefallenen Künstlernamen Ramses III.? Also die Frage habe ich befürchtet, gell. Das hat eigentlich keinen großen Hintergrund. Ich war als kleiner Bub schon recht aufgeweckt und frech. Und da gibt es also ein Sablets Gedicht und das habe ich mir erzählt von Ramses, dem Ägypterkönig. Und auf einmal war es. Und der dritte bin ich ganz einfach deshalb, weil ich 3 Griffe auf der Gitarre kann. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen bei dir. Ja, andere Frage, die ich hätte. Du machst ziemlich viel Musik, seit vielen Jahren schon. Wie würdest du als Musiker deine Musik, also welchen Oberbegriff würdest du deiner Musik setzen? Welchen Stil, welche Stilrichtung ist deine Musik? Ja, da kann man sagen, bayerische Bezeichnung gibt es leider nicht, aber sagen wir mal Rhythm and Blues. Du hast Bluesigs. Wir haben es anfangs schon erwähnt, du machst eigene Texte. Ich glaube, das wird auch unsere Zuschauer am meisten interessieren. Wie kommt der Musiker dazu? Woher kommen die Ideen zu diesen eigenen Texten? Ja, mehr aus dem richtigen Leben, gell? Ganz einfach. Wollt ihr das im Biergarten ein, oder? Zum Teil, ja, liegenderweise vielleicht. Ramses, machst du die Musik nur zum Spaß, zur Unterhaltung, oder möchtest du auch eine gewisse Botschaft deinem Publikum rüberbringen, dass du aktuelle Themen auch ansprichst, oder ist es wirklich nur zum Spaß? Ich muss sagen, in meinen Anfängen, da habe ich ein bisschen ernstere Themen aufgegriffen, aber inzwischen stehe ich eigentlich auf dem Standpunkt, das Publikum möchte, glaube ich, am liebsten unterhalten werden. Und jetzt versuche ich, meine Texte dahingehend zu dichten. Okay. Ramses, wann meinst jetzt du, dass dein großer Durchbruch kommt, die erste Live-LP, Ramses der Dritte, und wie schauen deine Zukunftspläne diesbezüglich aus?
Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich als Jugendlicher kein Newcomer geworden bin, nachdem ich ein Spätzünder war, ist das vielleicht ein Gag, wenn ich dann mit 50 so als Newcomer daherkomme. Nicht? Das war eine runde Zahl. Und ansonsten, mei, warten wir halt einmal ab, was draus wird. Vielleicht ist das heute ein guter Anfang dafür. Ja, ich glaube, wir haben genug gesprochen und du fängst an mit deiner ersten Nummer. Vielleicht sagst du uns einmal den Titel. Dann nix nutz. Fangen wir an. Liebe Zuschauer, Sie haben recht, wir haben mal wieder was Neues vor. Etwas Neues in Bezug auf unsere Werbung, die ab sofort flotter und vielfältiger werden soll. Und wenn Ihnen diese Art Verbraucherinformation gefällt oder auch nicht gefällt, dann können Sie uns ja sagen, was Sie davon halten. Aber probieren wir es einfach mal, oder? Können wir anfangen? Ja. Okay. Da haben wir jetzt mit Ausbruch des Herbstes etwas für die Pelzliebhaber. Pelzebeschauner in Freising am Rindermarkt 8 ist natürlich Ihr Meisterbetrieb mit der ganz persönlichen Beratung und Note. Maßanfertigung und exklusive Konfektion seit 40 Jahren in Freising. Und ebenfalls seit 20 Jahren in Freising in der Kammergasse und auch in Allershausen bemüht sich um verbesserte Verkehrssicherheit die Fahrschule Dlugosch mit einer exzellenten Fahrausbildung in allen Klassen. Ich meine, eine gute Fahrausbildung ist schon wichtig, um nicht unter die Räder zu kommen. Aber zu einer guten Fahrtechnik gehört natürlich in vielen Fällen auch die richtige Optik. Wie sagt man so schön bei Brillen Butler in der Freisinger Ziegelgasse, uns passt jede Nase. Das also von Brillen Butler in Freising. Und wenn Sie noch in diesem Herbst, der ja sehr schön werden soll, Ihre Häuslichkeit mit einem überdachten Freisitz im Pergola-Stil oder mit Vordach für Ihre Haustür versehen lassen wollen, dann bietet sich die Peter Lutz GmbH in Eching an. Telefon 089 3191019. Und wo wir gerade bei Häusern sind, die Mannschaft der Wüstenrot-Bausparkasse mit Otti Pogs, Erwin Hollweg und Helmut Seidel, obere Hauptstraße 30 in Freising, bietet einen umfassenden Finanzservice von der Hausfinanzierung bis hin zur Lebensversicherung. Und noch etwas bezüglich Hausbau. Zum garantierten Festpreis
Preis, Eigenleistungen sind möglich. Er baut die Neutor Bautechnik, das MD-Haus. Fragen Sie doch einfach bei Georg Rotlauf im Lohweg 14 in Eching nach. Und wenn es um die innere Behaglichkeit Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses geht, dann sollten Sie mal bei der Holzschnitzerei Pfarb am Metzgerberg 6 in 8069 Scheiern nachschauen. Ob Truhe oder Figur, hier finden Sie das Handgeschnitzte. Ja, und fast könnte man jetzt Anfang September sagen, das war's wohl mit dem Sommer 86. Zieht euch warm an, der Winter kommt bestimmt und greift den Darm an. Und genau das bietet Ihre Modeadresse Hicker für den gut angezogenen Herrn oder auch für den, der das Saloppi liebt. Die neuen Herbstkollektionen von Boss und René Lézard bei Hicker. Na, Sie wissen schon, gegenüber vom Freisinger Rathaus. Und nun noch was für Ihre Gesundheit. Unter dem Motto, bau nicht ab, bau auf Happyland, kann hier in 8 Courts Squash gespielt werden. Natürlich auch Sauna, Solarium, Billard, Darts und es gibt einen Sportshop. Lassen Sie sich von uns außer Atem bringen im Happyland, Ludwig-Thoma-Straße unter Schleißheim. Das war diesmal unser Werbeschaufenster. Bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt weiter im Programm mit Hans Gruber in der Serie Freisinger Straßennamen. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über die Lindnerstraße, die auf den Weihenstephaner Berg führt. Und nachdem Weihenstephan ja einen wichtigen Teil von Freising darstellt, sollten auch dort die Straßen einmal erklärt und erläutert werden. Lindner war, das war sein Ehrentitel, Vater der Brauwirtschaft. Und es wurde ihm 1895 im Innenhof des ehemaligen Klosters Weihenstephan ein schönes, großes Denkmal errichtet. Das, was mich nun am meisten interessiert hat, das ist, wo ist dieses Denkmal heute? Es ist spurlos verschwunden. Und niemand in Weihenstephan konnte mir Auskunft darüber geben, warum, wann, weshalb es abgebaut worden ist. Die Beschreibung des Denkmals zeigt also, dass es nichts Nebensächliches war. Eine Bronzebüste des Professor Lindner, ein Sockel darunter aus Sienit, eine Grasfläche drumherum und ein schönes Gitter aus Schmiedeeisen. So etwas kann also nicht einfach von Tag auf den nächsten spurlos verschwinden. Wahrscheinlich wurde die Bronzebüste, ähnlich wie die Löwen am Kriegerdenkmal während des Zweiten Weltkriegs, nun der Kriegswirtschaft geopfert und vielleicht flog dann diese Bronzebüste in Form von Granaten nach Sewastopol oder nach Tobruk hinein. Wir wissen es nicht. Nach dem Krieg hat man dann wahrscheinlich den zwecklosen Sockel und die gärtnerische Anlage beseitigt und heute sind dort Parkplätze. Denn das Auto drängte ja dann auch nach Weihenstephan hinauf. Karl Lindner selbst nun, der so geehrte und heute vielleicht fast vergessene, ist 1828 in München geboren. Er studierte Chemie, Technologie und Naturgeschichte und machte 1853 in Jena seinen Doktor. Mit 35 Jahren, 1863, kam er dann als Professor für Chemie und Technologie an die Landwirtschaftliche Zentralschule Weihenstephan. Es war eine ehrenvolle Berufung für die damalige Zeit, denn in diesem Alter hatten wenige Wissenschaftler Gelegenheit, so früh schon an einer Hochschule zu wirken. Er richtete dort einen Jahreskurs für Brauer ein und offensichtlich galt sein besonderes Interesse der Brauwirtschaft, denn aus diesem Jahreskurs wurde dann die brautechnische Abteilung der Landwirtschaftlichen Zentralschule. Als er dann 1880 Direktor der Zentralschule wurde, da musste er nicht nur die Zentralschule leiten, sondern auch das landwirtschaftliche Gut, das Weihenstephan gehörte, mit übernehmen und er behielt auch die Leitung der brautechnischen Abteilung mit bei. 1890 ging er in den Ruhestand, wurde dann vom Prinzregenten damals auch eine große Ehre zum Hofrat ernannt, nachdem er schon 1871 für seine brautechnischen Verdienste einen hohen Orden bekommen hatte. 1900 starb er in München. Als dann 1895 nicht zuletzt durch sein Verdienst die Zentralschule in eine Akademie für Landwirtschaft und Brauerei erhoben wurde, da entsann man sich seiner Verdienste und errichtete ihm das Denkmal, das auf mysteriöse Weise heute unseren Blicken nun entzogen ist. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Achtung, ABC-Schützen.
Jedes Jahr Mitte September, liebe Zuschauer, heißt es für die Schüler, raus aus den Ferien und rein in die Schule. Und jedes Jahr kommen neue Schüler dazu, nämlich die ABC-Schützen. Die Situation jedoch ist immer die gleiche oder immer dieselbe, nämlich die Gefährdung der Kinder im Straßenverkehr. Wir zeigen Ihnen nun eine Aufzeichnung vom Oktober 1983, ein Gespräch mit Siegfried Polz, damals unter anderem Leiter der Freisinger Verkehrswacht. Was muss man tun, wie muss man sich verhalten, um diese Situation doch, um ein ganz großes zu vermindern? Herr Polz, meine erste Frage an Sie. Was können wir Erwachsene dazu beitragen, um diese gefährdete Situation, ABC-Schützen im Straßenverkehr, zu mindern bzw. zu verbessern? Na, ich glaube, man muss da eine Dreiteilung machen. Und zwar erstens sollte eigentlich der Erwachsene davon ausgehen, dass sein Kind kein kleiner Erwachsener ist und somit nicht so handeln kann wie ein Erwachsener im Straßenverkehr. Als zweites müsste man eigentlich das Vorbild, das Gute oder das Schlechte, in Erwägung ziehen, denn die Kinder sind dann einmal abhängig von vom Vorbild und ahmen natürlich den Erwachsenen gerne nach. Genau. Und als drittes möchte ich eigentlich eins den wichtigsten Punkt anführen. Die Erwachsenen sollen Kinder, insbesondere Kleinkinder und dergleichen, nicht zu früh allein im Straßenverkehr loslassen. Als zweites sind natürlich die Eltern gefordert, dass sie erstens einmal die Kinder dementsprechend mit einer auffälligen Kleidung ausstatten. Auch den Schulranzen dementsprechend gestalten, dass auch der Kraftfahrer wirklich das Kind erkennen kann. Denn man muss ja sich vorstellen, ein Kind ist ja nicht 1,80 groß, sondern hat einen Meter und dergleichen. Ja, und es verschwindet somit hinter einem Fahrzeug oder hinter einem Schatten vollkommen. Und deshalb ist einfach eine Warnkleidung dementsprechend unerforderlich. Und deshalb werden auch zu Schulanfang von der Verkehrswacht und anderen Organisationen, zum Beispiel die gelben Mützen und dergleichen, an den Schulanfängern ausgeteilt. Ja, und zu diesen Sicherheitsmützen, liebe Zuschauer, haben jetzt wir für Sie einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Und zwar alljährlich, ich möchte schon fast sagen traditionell, besucht Oberbürgermeister Dr. Schäfer eine der Schulklassen am ersten Schultag und verteilt dort diese Sicherheitsmützen bzw. Kopftücher. Ja, und nebenbei lässt es sich Oberbürgermeister Dr. Schäfer nicht nehmen, den Kindern ein ganz klares und einleuchtendes Beispiel mit auf den Weg zu geben. Auch Sie sollten mit dafür sorgen, dass diese Aufnahmen nie Wirklichkeit werden. Ja, liebe Zuschauer, weiter geht's im Programm Achtung ABC-Schützen und diesmal mit einer Situation, die wir tagtäglich erleben können. Ja, da ist jetzt jemand über die Ampel gegangen. Was sagst du dazu? Herr Polizist, warum ist der Mann bei Rot über die Straße drüber gegangen? Das darf man ja gar nicht. Richtig, das darf man nicht. Jetzt fragen wir mal den Mann selbst, warum, dass er da drüber gegangen ist. Ja, ist ja kein Auto gekommen. Aber Sie haben doch das Rotlicht gesehen. Ja, schon. Sie wissen aber, dass man das nicht da machen darf, oder? Ja. Das ist dasselbe, wenn Sie Geschwindigkeitsüberschreiten. Ja. Ja. Sie können ja genauso mit Bußgeld gelegt werden, als wir mit anderen Ordnungswidrigkeiten. Und da glauben Sie, was Sie für ein gutes Beispiel für die Kinder machen, wenn sie bei Rot drüber gehen. Also ich bitte Sie, das in nächster Zeit zu berücksichtigen. Ja, Herr Polz, das war eine typische Situation. Was tut nun die Polizei gegen dieses Fehlverhalten der Erwachsenen? Nun, generell, wir tun da so eine Aktionen wie nur bei Grün sehr massiv unterstützen. Diese Aktion hat von der Verkehrswacht Freising gestartet, wo es aber ganz in Bayern läuft. Im Übrigen tun wir ja 4 Wochen zu Schulanfang schwerpunktmäßig diese Ampeln, Kreuzungen mit Ampeln, die in den Schulweg liegen, schwerpunktmäßig überwachen. Ja? Da werden natürlich in der ersten Phase die Rotlichtmissachter angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. In der zweiten Phase, also zu Schulbeginn, müssen natürlich die Fußgänger auch mit Sanktionen rechnen. Das heißt, dass sie verwarnt werden können von 5 bis 20 Mark, je nach Situation, und bei Uneinsichtigkeit bereits zum Verkehrsunterricht bei der Polizei vorgeladen werden. Gut, die Erwachsenen werden also in jedem Fall auch darauf hingewiesen. Und jetzt muss ich die Kinder noch mal fragen, ihr wisst ja, dass man bei Rot nicht über die Ampel gehen darf. Warum denn nicht? Was kann denn da passieren? Ja, wenn man jetzt da drüber geht, dann kommt ja Auto daher und fährt das Menschen zusammen.
Kinder, ja. Denken Sie daran, liebe Zuschauer, Kinder reagieren anders, Kinder denken anders, Kinder imitieren Erwachsene. Gehen wir also mit gutem Beispiel voran. Und noch was, Gas weg an Schulen. Vollgas hingegen müssen die Stockcar-Fahrer geben, wenn sie auf ihren vorbereiteten Plätzen ihre Runden drehen wollen. Der Fred hat ein Trainingsrennen organisiert, um ihnen diesen Sport etwas näher zu bringen. Tja, liebe Zuschauer, so schauen sie aus, die Fahrzeuge, die aus dem Verkehr gezogen sind und in Stockcar-Rennen oder ihre Stockcar-Rennen bestreiten. Und der hier schaut man eigentlich noch, schaut mir eigentlich noch ziemlich gut aus. Liegt vielleicht an dem, dass er sehr wenig im Renneinsatz ist oder beziehungsweise einen hervorragenden Fahrer hat. Ich möchte Ihnen jetzt mal das ISA-Team, das Stockcar-Team vorstellen aus Freising. Der Polz-Georg an erster Stelle vom ISA-Team. Georg, du hast heute einen Teil deiner Mannschaft mit dabei, wenn du das vielleicht einmal selber vorstellst. Das ist der Michi, der Reinhold Wiesbauer. Wie lange schon dabei? Ja, ich bin ein Mitglied dabei. Mitglied von Stockcar. 10 Jahre, oder? Ja. 10 Jahre was sein. Das andere Stocker gibt. Das andere ist der Franke Dieter, der ist noch nicht lang bei uns. Ja. Der hat voriges Jahr 2 Rennen gefahren. Und ganz hinten? Da hinten ist der Stegmer Sepp. Das beste Pferd im Stall. Das beste Pferd im Stall. Er schaut auch ziemlich verwegen aus. Sepp, Georg, Stockerrennen, wo kommt das her? Wie ist das eigentlich entstanden? Das Stockerrennen kommt wie die meisten Sportarten aus Amerika. Zwar wird das Stockerfahren, wie wir jetzt das bei uns praktizieren, nicht mehr gefahren, sondern in Amerika wird das auf Bentonpisten gefahren und mehr auf Anlehnen, nicht mehr Überschlag, wie es bei uns noch erlaubt ist. Zu eurem Club oder zu eurem Team, wie lange existiert das schon? Der Club selber existiert seit 1982. Wir sind aber vorher ihm bei den Motorsportfreunde 73 in Freising emporgewachsen. Nachdem dass der Motorsportclub zum ADAC gekommen ist und beim ADAC Stockcar irgendwie verbrannt war, sind wir so fast ausgestoßen worden und ist nichts anderes überblieben, als wir einen neuen Club zu gründen. Und sind wir seit 83 praktisch eingetragene Vereine. Jetzt wenn, ich nehme mich jetzt einmal als Beispiel, wenn ich zu euch Stockerfahrern gehe, was muss man denn mitbringen? Muss man besonderen Mut haben? Weil es schaut ja doch oft sehr spektakulär aus, was hier auf den Rennpisten passiert. Mein Mut muss man nicht unbedingt haben. Es muss einer ein bisschen Auto fahren können, aber anderweitig, ich muss sagen, dass man junge Fahrer, die einen Führerschein gerade gemacht haben, irgendwie das Fahren beibringen kann dadurch. Es schaut zwar aus wie irgendwie Rowdy, so wie uns der ADAC ja schon mal geheißen hat, Rowdy-Fahrer, aber wenn man in Stockcar fahren, muss man in Zehntelsekunden Sachen entscheiden, die wo im Straßenverkehr oft sehr wichtig werden. Vielleicht den Mut noch mal kurz anzusprechen. Ich weiß, ihr seid nicht nur männliche Stockerfahrer, es gibt auch Frauen bei euch. Wie schaut es denn mit den Frauen aus? Wollen die Frauen jetzt den Männern zeigen, so Freunde, so geht Autofahren oder wie ist das? Was haben die für Einstellung zum Stockerfahren? Die Frauen, die sagen dieselbe Einstellung wie wir, die fahren genauso. Wir haben die zweifache bayerische Meisterin in unseren Reihen, aber leider Gottes, heute kein einzige Mädel da. Und in der Mannschaft haben es die einmal schon einen ersten gemacht, haben einen zweiten schon gemacht und haben einen dritten gemacht. Zweifache bayerische Meisterin hast du gerade angesprochen. Wie ist in der Mannschaftswertung, wo liegt momentan das ISA-Team? In der Damenwertung nirgends, weil die Damen heuer nicht Mannschaft gefahren ist. Nachdem das Nachwuchs gegeben hat bei 2, sind die gesperrt gewesen. Und jetzt muss man erst sehen, was wird. Unsere bayerische Meisterin, die fährt nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht warum. Jetzt haben wir über das Team gesprochen. Ich glaube, wir sollten ein paar Worte über das Fahrzeug selbst sprechen, wenn wir uns den 128er mal anschauen. Vielleicht kann die Kamera mal kurz einfangen. Das ist ein serienmäßiges Fahrzeug, wie ich am Anfang schon gesagt habe, aber es wird natürlich umgebaut. Wie wird es umgebaut und nach welchen Kriterien? Vom Fahrerischen her, also von motorenmäßig, ist es ein Serienfahrzeug. Es ist ein 5E. Also ein 100 Audi 5E. Wobei nicht nur Audi, sondern auch, es gibt VW, es gibt BMW, es gibt Citroën. Alles. Man muss natürlich auch die anderen nennen, ist klar. Und was speziell für Stockcar wichtig ist, das ist innen,
der Überrollbügel zum Schutze des Fahrers. Zum anderen, wie man hier sieht, auf der Fahrertüre ist eine 5 mm Platte Vorschrift. Die ist zur Sicherheit des Fahrers. Im Rennen ist diese Seite tabu. Das heißt, diese Seite darf von keinem angefahren werden. Wenn einer die anfährt, wird er disqualifiziert. Das sind jetzt schon Spielregeln, wo wir drin sind. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Ansonsten, habe ich gehört, muss das Fahrzeug auch vom TÜV abgenommen sein. Ist das richtig? Das Fahrzeug wird vor jedem Rennen von 2 oder 3 Sportkommissaren abgenommen. Wichtig ist, dass die Bremsen hundertprozentig gehen, dass nichts versteift ist, dass das Fahrzeug tatsächlich so ist, wie es im Straßenverkehr ist. Bei dem ist zwar da hinten der Heck abgeschnitten, das ist erlaubt, aber es darf nichts verschweißt werden. Gut, ich glaube, jetzt haben wir über das Fahrzeug gesprochen und unsere Zuschauer wollen jetzt natürlich nicht nur ein Gespräch von uns oder mit euch, sondern natürlich Action. Ich würde sagen, ihr macht euch jetzt bereit und wir schauen uns an, wie es in einem Rennen so in etwa zugeht. Das, was wir hier machen, das ist ein reines Training hier auf dem Acker von Herrn Sepp Josef Hintermeier, der uns diesen Acker liebenswürdigerweise zur Verfügung stellt. Das ist ja nicht. Eins fällt mir natürlich jetzt noch ein, und zwar ein großes Problem, das das ISAB-Team hat, und zwar den Trainingsplatz. Vielleicht hier noch ein paar Worte dazu. Ja, wir haben Schwierigkeiten mit Trainingsplatz, weil in Freising, um Freising, ist es mit einer Genehmigung von Stocker sehr, sehr schlecht. Naturschutz, Wasserwirtschaftsamt, es wurde uns zwar zugesagt, dass wir Unterstützung bekommen. Und wir haben von der Behörde Unterstützung bekommen. Nur leider Gottes hängt es immer wieder dann an einem Platz, weil einmal ist da irgendwie ein Gegner, der uns das nicht gönnt, oder da ist einmal ein Bürgermeister, der uns das nicht gönnt. Und so haben wir eigentlich noch nie ein Gelände gefunden, das allen Sachen entspricht. Das heißt, ihr seid auf der Suche, jetzt haben wir natürlich einen sauberen Wind momentan drauf, ich hoffe, dass der Ton einigermaßen rüberkommt, ihr seid auf der Suche nach einem Gelände, vielleicht über diesen Weg, die Bitte an unsere Zuschauer, vielleicht ist jemand da, der eine brachliegende Kieskurve, Sandkurve, sowas, glaube ich, wäre auch sehr ideal. Es wäre natürlich jede Kiesgrube, die einen Innenumfang von 400-500 Meter hätte, wäre geeignet. Wenn Sie so etwas haben, liebe Zuschauer, wenden Sie sich bitte an Georg Polz. Ich lese da oben ab, da steht nämlich die Adresse drauf. In der Rudolf-Stiesl-Straße 5 in 8050 Freising. Abschleppdienst Polz, glaube ich, können wir ohne weiteres sagen. So. Ja, worum geht es jetzt bei den heißen Stockcar-Rennen? Möglichst schnell sind die vorgegebenen Rennrunden in der Regel 10 bis 12 Runden zu absolvieren. Ein Rennen geht übrigens über eine Distanz von insgesamt ca. 4000 Meter, wobei jede Runde etwa 400 Meter beträgt. Da die Rennpiste insgesamt nur 7 Meter breit ist, geht es bei den Überholvorgängen der immerhin 20 Fahrzeugen auf der Bahn nicht ohne Rempeleien ab. Jeder Fahrer versucht im Rennen seine Konkurrenten auszutricksen. Erlaubt ist es, das Konkurrenzfahrzeug aus der 7 Meter breiten Bahn zu drücken. Das heißt dann Disqualifizierung. Natürlich gibt es bei solchen Manövern auch hin und wieder spektakuläre Überschläge. Läuft der Motor noch, kann das Fahrzeug weiterfahren, wenn es wieder auf die Räder gestellt ist. Bis das soweit ist, wird das ganze Rennen gestoppt. Übrigens, für den schönsten Überschlag hat Georg Polz schon einen Pokal erhalten. So, Georg, kommst du mal raus zu uns? Ja. Nach einem Überschlag, nach einem fast perfekten Überschlag. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das war fast ein perfekter Überschlag. Ja, schön. Ja, schön, haben wir schon mehrere hinter uns. Fühlt sich aus dem Helm. Und jetzt brauchen wir den Fahrer, der ihn, wie sagt man, da packt hat, oder? Der, wo mich geschmissen hat. Wir haben am Anfang ja von den Ladies gesprochen, die mitmachen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer hinter diesem Helm steckt und wer den Georg auf die Schulter gelegt hat, eine Dame. Wie lange betreiben Sie diesen Sport jetzt schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Und wie fühlt man sich, wenn man jetzt einen zum Überschlag gebracht hat? Hat man da Angst, dass dem irgendwas passiert ist? Nein, kann ja gar nichts passieren. Kann nichts passieren? Nein. Alles klar. Georg, das schaut sehr spektakulär aus, ein Überschlag.
Gibt es Gefahren? Hat es schon Verletzungen gegeben bei so einem Rennen? Da wissentlich noch nicht viel. Jetzt die restliche Mannschaft darf ruhig noch mal reinkommen. Die sind da hinten und richten das nächste Auto schon wieder her. Es war ein reines Training für unsere Zuschauer. Wie geht's weiter? Wann kann man das ISA-Team live sehen auf der Piste? Wann sind die nächsten Termine? 7. September ist der Lauf. Wo? In Herrenschweig. Das ist bei Zuchering bei Ingolstadt. Wir wünschen euch für eure weitere Rennen die ersten Plätze und vor allen Dingen Hals- und Beinbruch. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und bei uns geht es weiter mit FIB Werbung. Hey, du Spinner, mit dem Flitzer wirst du wirklich da hoch? Ist ein GTI. Das Ding hat echt Power. Mann, der ist total bescheuert. Mannschaft 4, Startklar machen. Wenn Sie diesen Sport zu Ende sehen oder mehr über den GTI wissen wollen, dann kommen Sie zu uns, Automatia in Freising. Altstadtgalerie, das Einkaufszentrum mit Tradition und Herz in der Freisinger Innenstadt mit interessanten und attraktiven Angeboten, zum Beispiel... Ja, liebe Zuschauer, wieder einmal exklusiv für Sie in unserem FIB-Programm eine neue und heiße Sache mit einer Musikgruppe. Uli, du bist dran. Was? Ach, du siehst so gut aus. Oh, das muss ich dir mal sagen. Ich wollte dich die ganze Zeit schon fragen, wo lässt du dir die Haare schneiden? Spezialherrensalon Grubmüller in der Freisinger Altstadtgalerie. Sein Name ist Wolfgang Beck, ein Freisinger. Er ist Gitarrist in der Gruppe Sherry F. Musik macht ihm Spaß. Mit dem Titel Schulden san in war er bereits im Hörfunk und im Fernsehen. Und seine Musikinstrumente natürlich nur von Pfefferkorn. Das Musikhaus im Herzen von Freising. Ja, das war's diesmal von der Altstadtgalerie, wo in gemütlicher Atmosphäre Einkaufen noch Spaß macht, mit eigenem Kundenparkplatz am Rückgebäude. Der neue Escort. Sportlich, elegant, komfortabel, vielseitig. Erstmals serienmäßig mit Anti-Blockiersystem. Steigen Sie um und ein zu einer unverbindlichen Probefahrt. Ford neu erfahren. Autohaus Herskowitz, Freising. Da setzen wir uns hin. Weihenstephaner Tafelbutter, nur echt mit der Butterprägung, natürlich in der blauen Packung. Holla, zweimal in Freising! Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angelangt. Hier noch der Hinweis auf das Freisinger Veranstaltungsprogramm mit den wichtigsten Terminen aus den Bereichen Sport, Kultur, Musik und dergleichen. Erhältlich an den Verkaufsstellen des Freisinger Anzeigers. Tja, wir verabschieden uns diesmal mit Musik, nochmal mit Ramses III. Und wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, für deine Gott und auf Wiedersehen. Das heißt, würden wir uns freuen. Wir freuen uns. Tschüss. Und jetzt bin ich in die Waage bei den richtigen Leid. Doch ich hab schon voll verkneist, die reden alle bloß an Scheiß und hab bloß die Vertur bloß meine Zeit. Dann hab ich's Überlegung gefangen, mir ist nämlich Dreck gegangen, ich verzeih euch wirklich von Schmarrn. Ja ehrlich, ich war super stier, doch das hat niemand interessiert, da hab ich's auf die Fahr wieder heim. Ja schau gar mal nach München, nein. Ja schau gar mal nach München, nein. Da gibt's einen Haufen Studios und da wärst du wirklich groß. Schau gar mal nach München, nein. Ja, schau gar mal nach München, nein. Ich sagte, schau gar mal nach München, nein. Doch die Moral von der Geschichte, wenn du dir großen Ruhm versprichst, schau lieber nicht nach München, nein.